Ah! Die Rose tötet mich! Die Rose tötet... Roosevelt tötet mich! Okay, gut. Ha! Pilz tut Dinge! Okay, ist der Pilz tot? Ja! Die Rose hat den Pilz für mich getötet! Und damit habe ich die Rose getötet, hoffe ich. Danke. Ach, da sind noch mehr Ameisen! No! Stop it! Da hinten ist noch eine dritte Ameise! Er wirft mit Handgranaten! What? In welchem fucking Winterwunderland bin ich hier gelandet? Okay, den habe ich getötet. Fucking Looney Tunes hat weniger Gewalt als das hier. Okay, wir haben jetzt die Granatenameise. Wer kennt sie nicht? Jeder, der ein bisschen Biologie studiert, ne, der kriegt das so minimal mit. Ne, da ist so quasi die dritte Woche oder so, in der sie vorgestellt wird. Ne, die altbekannte Granatenameise, heimisch in Australien natürlich, wo quasi alles heimisch ist, was sich irgendwie versucht zu töten. Achso, der hat auf meine Vorpalklinge gewechselt. Okay, damit kann ich leben. Außer wenn ich sie verfehle. Wie ein großer, dicker Dummi. So. Da hinten ist noch eine Rose, ne? Ja, oh, ich sehe dich ganz näher rüsken. Komm schon, Vorpalklinge, au. Ah, okay, der hat doch Melee-Angriffe. Okay, danke. Easy. Und das alles nur wofür jetzt genau? Achso, damit ich auf das Blatt darf. Weißt du, keine Ahnung, es fühlt sich halt so weird an. Obwohl ich halt aktiv Progress mache, ne? Ich bewege mich ja nach vorne. Fühlt es sich nicht so an, als würde ich Progress machen in dem Spiel. Hätte ich da landen müssen? Scheint ein bisschen so, als hätte ich es tun können. Außer ich werde jetzt dafür bestraft, dass ich hier drauf bleibe. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich dafür bestraft werde, hier drauf zu bleiben? Bitte bestraf mich nicht dafür, Spiel. Soll das so sein? Ich glaube, ich werde bestraft. Okay, danke. Ich wurde dafür bestraft. Das Spiel ist immerhin konsequent. Es sagt, wenn du Kacke bist, dann stirbst du. Oh, Jesus, Maria, Christus, alles easy. Warum habe ich das Gefühl, dass da was nicht stimmt? What? So, ich muss aufpassen, dass ich nicht in die Luft gehoben werde von ihm. Danke. Ich höre sie. Okay, sie verschwinden gerade. Was ist das für ein heruntergekommenes Haus? Ist ja fast, als würde ich da drin leben. Guten Abend, mein Freund. Okay, das ist eine Metallfass. Hey, es ist Ringo. Ich kenne dich doch. Bill McGill, zu Diensten. Nenn mich Larry. Oder auch nicht. Hast du Brandy? Nein, ich habe nur meinen Verstand. Dann hast du nichts. Köpfchen nutzt nichts. Hier steht schon alles Köpfchen. Ich muss mit der Herzogin sprechen. Unmöglich. Sie zeigt sich nur denen, die darauf keinen Wert legen. Das ist nicht recht. Oh doch. Es heißt, sie verstecke sich vor der Roten Königin, die ihr den Tod wünscht. Ihren Kopf? Auch den. Ruiniert mein Heim, baut dieses Monstrum. Sie ist verrückt und geschmacklos. Aber egal. Auch unsere Tage sind gezählt.
Hast du echt keinen Brandy? Ich will den Schildkrötenpanzer. Ohne gehe ich nicht. Ach, wirklich? Mitten rein, wie? Zu Diensten, Ma'am. Mia hat sie auch übel mitgespielt. Folge mir. Diese Animation so. Mega guter Film. Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich habe von vielen gehört, dass er nicht schlecht ist. The fuck? Okay. Gerechte Belohnung. Warum habe ich das Gefühl, dass das nicht gerecht enden wird für mich? Hat sie Käfer? Ja, das sind Glühwürmchen, die an den Wänden sind. Ist das ein Jack in the Box? Komm näher, mein Küken. Gut zubereitet, machst du einen tollen Braten. Ich bin ungenießbar. Keine Hauptmahlzeit, aber ein kleiner Imbiss. Ich krieg den Schildkrötenpanzer, du grässliches Biest. Nur über meine Leiche. Vielleicht kann ich dir helfen. Wait, ist das ein fucking Flammenwerfer? Okay. Ah, nein, mein eigener Jack in the Box tut mir weh. Ich bin dumm. Au, 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 au. Wohin rennt sie? Was tut sie da? Muss ich wirklich den Jack in the Box nutzen dafür? Ich sehe halt leider nicht, wie viel Leben sie hat oder sowas. Ach, das dreht sich im Kreis. Ah, Hat sie gerade mit einem Kind nach mir geworfen? Wait, warum hat sich der Stein bewegt? Werf einfach mit der Warpalklinge! Nimm das, du Frau! Achso, jetzt machst du wieder den Move. Easy. Ich mach mir die Finger nicht schmutzig. Immerhin ist mein Panzer in gutem Zustand. Ein kleines Dankeschön wäre nett gewesen. Ich habe meinen Teil des Abkommens erfüllt, Schildkröte. Du hast recht. Wir wollen eine Reise machen. Halte dich dicht an meine Bläschen, sonst gehst du verloren. Nein! Da war noch Leben. Oh, ich hab wieder full life. Okay. Nun, ne? Ist ein Schattenwerfer kein Flammenwerfer? An sein Bläschen soll ich mich halten. Und zwar dicht. Ist wahrscheinlich, weil ich sonst ersticke oder so. Ich kann mir übrigens gerade unter den Rock gucken und anscheinend ist es nicht so interessant. Ich sehe leider nicht, wie viel Luft oder sowas ich habe. Also ich sehe, also wenn ich sehen kann, dann sehe ich es zumindest nicht. Das ist dann quasi meine Schuld, aber nicht die Schuld des Spiels. So, aber natürlich, das obligatorische Unterwasserlevel. Ah, cool, ich kann auch den Flammenwerfer ausrüsten. Aber ich bleib mal bei dem Cricketschläger. Da liegt Leben. Ist das gut oder schlecht?
Da liegt noch mehr Leben. Okay, das Ding ist eigentlich eine Falle. Got it. Und das lässt mich nach oben fliegen. Got it, Quadrat. Danke dafür, Spiel. So, no. Schön ein bisschen langsamer, Kuh. Schildkröte, Minotaur, egal, was auch immer. So, ein bisschen davon. Kommt ein bisschen Decke von oben runter. Ist okay. Ich speichere mal an dieser Stelle ganz kurz. Weil ich habe keine Lust, all den ganzen Unterwasserkram nochmal zu machen. Ah, hinter mir ist ein Fisch! Ich wusste es! Da sind die Bläschen gewesen. Puh! Hier. So. Oh, ja, ja. Ich hätte jetzt schon keinen Bock, das Level nochmal zu spielen. Und ich bin noch nicht mal durch oder gestorben. So. Oh, Jesus Maria Christus! Alles gut. Ich sehe das Problem nicht. Mir geht's prima. Jetzt habe ich zwei von denen hinter mir. So, zack, zack. Mich um die Beine gekümmert. Ist er denn einfach durch die Wand gerast? Okay. Führe zu Ende, was du begonnen hast. Du bist nur zu Besuch. Wir müssen hier leben. Ich bin hier auch nicht im Urlaub. Und ich bin nicht undankbar. Du bist ein ehrenwertes Reptil. Ich Glückspilz. Unter Wasser wirst du ihren Wert erkennen. Also wie der geschwommen ist, wollte dich hier umbringen. Was hab ich jetzt... Oh, ich höre die Bomber schon wieder. Und bleibt auch ja fern. Kriege ich jetzt irgendwelche Boni, wenn ich im Wasser bin? Achso, höchstwahrscheinlich kann ich jetzt schwimmen, ohne dass ich Luft brauche oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich behaupte einfach nur Kram, damit ich klüger wirke. So, in die Richtung ist natürlich nichts. Der bewegt sich nicht. Jetzt bewegt er sich. Nach einem guten alten Arschtritt bewegt er sich. Sehe ich da gerade einen... Ameise war das Wort, was ich gerade suche. So, eins und zwei. Okay, die schießt schon auf mich. Ja, aber okay. Ich nehme es nochmal zurück. Ich glaube, es scheint doch kein Backtracking involviert zu sein in dem Spiel. Nur, dass ich wirklich aktiv dann immer wieder in ein neues Gebiet komme. Und dementsprechend höchstwahrscheinlich, sobald der komplette Bildschirm voll ist, bin ich durch mit dem Spiel. Wäre jetzt meine Vermutung. Was bedeutet, dass wir... Ich würde behaupten wollen, wir sind jetzt so bei einem Drittel. Wenn überhaupt... angelangt. Vermutlich noch ein bisschen weniger. Vielleicht ein Viertel oder ein Fünftel. So, der ist tot. Irgendwas vibriert. Da. Kommt der andere jetzt auch hier rein? Ne, der scheint irgendwie auch wieder festzuhängen. Da sind... Ah, da sind jetzt auch spuckende Viecher. So, jetzt wissen wir natürlich, dass Enter mit zum Hochklettern ist, weil, ich werde gerade von dem Vieh vernichtet.
weil ich nicht zuhauen kann. Das wäre jetzt Bullshit. Das habe ich jetzt wirklich als Bullshit empfunden. Kannst du dich bitte daran festhalten? Mädel. So, danke. Schatten bitte bedienen. Ah. So gut wie ich ziele? Da muss man mich schon mit Handkuss drum bitten, dass ich es niemals tue. Ich sollte definitiv nie ins Militär. Also, in keiner Art und Weise. Oh! Ah! Du! Ah! Du dummes Klischee-Ding, ey! Shotgun-Rose? Fucking hell! Gib deine Essenz! Gib mir dein Leben! Okay, da ist nochmal ein Seil. Der ist gerade einfach aus dem Nichts gespawnt. Au, du Freund. Feuer, das war jetzt wirklich nicht nötig. Du absoluter Mistkerl. Komm runter hier. Arsch. Super, ich bin jetzt bei minus 5 HP, ne? Das ist natürlich prima. Prima Ballerina ist das. So, ich muss da hin. Der Hase! Oh nein, die Bomber! Mistkäfer. Nee, das ist kein Mist, der auf mich fallen gelassen wird. Das sind Eicheln! Kann ich von hier aus angreifen? Nein. Okay. Du hast ja aber Zeit gelassen. Wieso das denn? Du bist doch einfach weggelaufen. Ich hatte Grund. Grüble nicht über Gründe nach. Die Raupe wartet. Ich erinnere mich. Mimosenhaft, launisch, raucht zu viel. Nicht schlecht. Warum gerade die Raupe? Niemand im Wunderland ist weiser als sie. Nur sie weiß, wie du uns retten kannst. Bleib dicht hinter mir. Der Weg ist gefährlich und die Zeit ist knapp. Werde ich geheilt? Warum ist das... Nein, natürlich werde ich nicht geheilt. Warum ist das Alice im Megakrankenwunderland? Weil American McGee... so ein bisschen der Tim Burton der Videospielgeschichte ist. Alter, ist der Hase hässlich. Was soll das sein? Nur mit Hasen gehen? Der Hase ist das. Achso, wo bin ich gerade? Jetzt. Hä? Ach, hier bin ich. Ah. Ah, shit. Nuggets. Ach, es war die Rose, die mich so getötet hatte, nicht? Ich weiß es nicht mehr. So. Dann einmal darum gekümmert. Ne, wir holen uns jetzt ein kleines bisschen mehr Leben. Das klingt doch nach einer guten Idee. So. Möchtest du mich jetzt gerade bombardieren, Jungchen? Try me. Okay. Nochmal. Du hast ja aber Zeit gelassen. So, wir müssen hinter ihm bleiben. So, jetzt kann ich einmal ganz kurz speichern. Und dann müssen wir zu... Wie hieß die Raupe? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ah, du... Vielseitiger Mensch mit einer besonders großartigen Persönlichkeit.
weine. Ich weine gerade innerlich. Warum zielst du so wie eine betrunkene Maus, Mädchen? Vorpalklinge, komm wieder zurück. Ich hab daneben geschossen. No! Ich verliere alles, meine Nerven. Morgana, hieß die Raupe Absalem. Das kann sein, ich weiß es wirklich nicht mehr. Au. So. Warum sind hier laufend Steine? Achso, ich bin wieder am Anfang. Wo ist der Hase? Au. Nein, ich bin nicht am Anfang. Au. Ja, du. Ah nee, du bist eine Granate. Ich höre schon wieder die ganzen Bomber. Sogar. Ich habe leider keine Ahnung, wo lang. Also ich behaupte einfach mal, ich soll das Videospielmäßige lang gehen und einfach dahin, wo die Gegner spawnen. Kannst du bitte nicht zielen wie die letzte Antilope hier? So, der hat mir ein bisschen Energie wieder zurückgegeben. Haha, da hinten läuft er. Es hat mich noch getroffen. Ich weine. Es sind die Steinkrabbe aus Fluch der Karibik. Du bist tot! Ich glaube nicht, dass es die Steinkrabbe aus Fluch der Karibik sind. Hallo! Blume. Ich höre die Bombe. Okay. Ah, du. Das hat mir noch Schaden gemacht. Ihr Jecken, ihr. So. Opalklinge kommt wieder. Habe ich ihn damit getroffen? Ich habe das Gefühl, die verschwindet nach einiger Zeit einfach. So. Sollte ich einfach darauf, wollte ich fragen. Ehe ich so je angeschossen wurde. So. Ah, cool. Die Eicheln interagieren auch mit den Pilzen. Das wusste ich nicht. Das finde ich halt wirklich cool. Okay, weiter speichern. Also ich bin ganz ehrlich, oder ne, ich jammer ein bisschen rum, aber man hätte auch ohne die Bomberviecher das Level designen können. So, Entschuldigung. Hier ist es jetzt. Ich muss da drauf, ne? Genau. Auf den Sprungpilz und dann ist alles easy. Boing. Oder auch nicht, ich sterbe jetzt höchstwahrscheinlich. Okay. Ich behaupte aber, das war meine Schuld, dass ich da gestorben bin. Achso, ich bin jetzt hier. Hätte er der Fahrradkette. Ja, es ist halt schon gute 19 Jahre zu spät für diese Änderung. Muss ja auch noch dazu gesagt sein. Ich glaube, ich hätte noch einen Richtungsinput geben müssen für den Pilz. Behaupte ich jetzt einfach mal. So cheeky, wie ich bin. So, und... Hup. Ja, okay, das hat einen Job verändert. Ah! Ach, das sind... No. Ah, ich krieg ein Aneurysma.
So, den immerhin erwischt. Ich finde es übrigens erstaunlich, dass du Painkiller nicht kennst. Ich kenn's halt nur als Schmerzmittel. Aber anders als das, nee, sagt mir das nichts. So, jetzt einmal wieder ganz gemütlich hier hochklettern. Ja, dann jetzt einmal wieder darauf vorbereiten, dass wir da einmal rüberspringen, dann den Aufprallschaden bekommen. Whee! Bin mir unsicher, ob das wirklich so gewollt ist, aber hey. Da komme ich aber... Nee, da komme ich nicht hoch. Ich könnte versuchen, an das Leben zu kommen. Ich kann es auch sein lassen, sind wir ehrlich. Typ, der sich buchstäblich durch die Hölle kämpft. Nee, den kenne ich nicht. Warum hat der Boden vibriert? Ach so, vermutlich deswegen. Okay, ich habe die getroffen. Ich hätte das nicht mehr gelten lassen, aber hey. Das Spiel kann auch nett sein. Okay, da sind Gegner, das heißt, in die Richtung muss ich. Ah, hier bin ich. Au. So, dich getötet. Da ist unser Granatenwerfer. Hallo! From the other side. Get away from me, dude! Au, you fucking... Mann! Ich fand die Banshees ja vorhin schon schlimm, aber das ist jetzt gerade... Ah, das war jetzt doof von mir, das gebe ich zu. Aber die Bomben von oben sind ja nochmal ein ganz anderes Kaliber, du. Buchstäblich. Es sind nämlich... Eicheln. Gut, das Video kann ich mir jetzt nicht angucken, natürlich. Ah, Rippboden. Oh, da ist viel vom Boden kaputt gegangen. So, dich angehauen. Warten, dass die Klinge wieder zurückkommt. Nochmal. Muss ich jetzt? Kann ich? Stirb einfach, du dummes Drecksvieh. Kann ich da jetzt einfach hier rüber springen? Oder geht das nicht? Das ist ein Nein! Das geht nicht. Da muss ich wohl wirklich über die Pilze. So, laden. Ich flüsse dir nochmal den Link. Okay, Entschuldigung, da bin ich wohl. Da habe ich wieder was falsch gemacht, anscheinend. Laden. Oh, das hätte mich jetzt fast umgebracht. So, okay. Dann kann ich jetzt hier mal lang... Hey, das ist nochmal so... Pilz! Mein Jack in the Box ist kaputt gegangen. Ich darf keinen weiteren davon machen. Ah, fuck. Gift, ey. Arsch. So. Pilz getötet. Ich mag den Pilz irgendwie. Ja, also ich finde die Designs in dem Spiel halt wirklich alle recht cool. Hauptproblem, was ich eigentlich habe, ist halt einfach nur... Ich habe viele Probleme mit dem Spiel, sagen wir es so. Aber vieles davon liegt halt wirklich einfach nur daran, dass es halt schon alt ist, ne? Ein Spiel, was 2000 erschienen ist, wird halt nicht die gleichen... spielerischen Annehmlichkeiten und Storytelling-Entwicklungen haben, wie ein Spiel, was jetzt halt dieses Jahr rausgekommen ist, oder halt in dem Falle in den 2000ern, in den 2010ern. Willst du mich vor Hone piepeln? So, zack. Au, ich hasse euch. Wirklich, beide sind da oben. Vollverkennt's auch nicht. Okay, hier ist noch irgendwo einer.
Ich höre es. Ich höre ihn. Okay, speichern, speichern. What? Okay, okay.